Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zur fünften Folge von Wrath the Final Chapter gemeinsam mit eurer schlaffenden Palette und Hallo, eurem Schmenuel. Schaut in die Beschreibung, da ist Paluten verlinkt, genauso wie die Playlist. Morgen kommt die Folge bei ihm, gestern kam die Folge bei ihm. Wir machen das ja immer abwechselnd, wie ihr wisst. Abonniert beide Kanäle, bewertet das Video, schaut bei kottbruder.de vorbei, kauft euch ein bisschen Kott, kauft euch meinen Schülerkalender, kauft euch die Bücher vom Palette. Manuel! Ja? Hier wird auch noch Raft gespielt. Ach so, ja okay. Ja, wir müssen ins Bett. Ach so. Ich lag schon. Ja, aber doch nicht so. Doch. Mach doch Platz. Es Nein, halt doch, da ist kein wir Platz. Wir könnten da zusammen rein. Ja, ey, ohne Witz, ich würde dich unter meine Bette gelassen. Das aber das Spiel überhaupt kein... das nicht. Nein, aber das Spiel lässt mich nicht. Genau. Ja, hey, hast du das Raft jetzt wieder exakt da geparkt? Wo nein, es ist dazwischen. Okay, ich nehme alles zurück. Für mich hier wieder zu Tode beleidigen. Leute, in der letzten Folge haben wir den Schlüssel für ein großes Lager gefunden. Und zwar hat scheinbar der Grabber diesen Schlüssel dort unten versteckt. Ja, nee, nicht den. Du meinst den Raum. Der ist da unten. Ich glaube, das, was wir gesehen haben, war, glaube ich, einfach nur der Raum, wo wir jetzt hin müssen, oder nicht? Nein. Wir können einfach mal irgendwo hin. Ich weiß halt nicht, wohin. Ich würde gerne mal da unten rein, ein bisschen tiefer. Ja. Ja, da ganz unten ist, sehe ich doch auch noch Licht. Oh, ich brauche Luft. Wo kriege ich hier Luft? Hier, überall. Wo? Bei mir. Ich sehe keine Luft. Ich sehe vier Luftstellen. Was ist los? Ja, ich bin nicht tief genug getaucht. Ach, hattest du Angst? Alles mache ich falsch. Das stimmt. Da ist ja auch das Gehen. Dann lass doch da hin. Ja, ich glaube, auch da unten muss es sein. Also ich glaube, hier unten ist dieses große Lager. Aber warum war denn hier dann schon Licht? So, hier nochmal. Und hier ist das G. Und hier können wir das vielleicht auf... Ja, guck mal hier. Was denn? Komm mal zu mir. Da ist der Stab. Da kann man den Schlüssel reinstecken. Nee. Doch. Nee. Ach da, einfach in der Mitte, nicht bei dem Schloss. Nice. Guck mal hier. Paletto weiß Bescheid. Hier ist eine Todesfalle. Schön. Kleiner Schlawiner, du. Steck ihn ab! Steck ihn ab! Ich hol mal Luft hier unten. Oh Gott, ich muss auch. Man kann auch um die Ecke. Alles gut. Ja, ich glaube, ich komm. Er verfolgt mich! Ja, ich seh's. Ich rette dich. Ich mach ihn platt. Er ist tot. Jetzt kann man da noch weiter runter? Ja. Das ist ja richtig verzweigt. Oh, hier ist ein kleiner Spalt, durch den man vielleicht kann. Nee. So dünn sind wir noch nicht. Weil wir so viele Bananen essen. Oh ja. Oh. Die Bananen haben relativ viel Energie. Ja. Was ist das hier? Ich finde es auch gut, dass man die Bananen unter Wasser essen kann, wenn man in diesem Luftbereich ist. Schrott aufnehmen, Gegenstand. Aua. Oh Gott, eine Explosion. What? Was war? Oh das Gott. War so riesiger. Was ist das für ein Haifi? Ich bin weg. Tschüssi. Haben wir jetzt gerade einen neuen Hai freigeschaltet? Hab ich gar keinen Bock drauf. Oh nein. Tschüss. Oh nein. Oh Gott, aua. Der hat mich komplett weggerammt. Wer hätte denn damit rechnen können? Ich hab einfach nur Angst vor... Oh, ich sterbe. Ja, das ist doch gut. Warum ist das gut? Das ist richtig gut. Ich habe panische Angst. Weißt du, was noch gut ist? Was denn? Das hier. Ein Geschenk. Ja. Eine Rose. Genau das brauche ich jetzt. Ich nehme eine Erdbeer, Koko, keine Ahnung was. Oh, lecker. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir den töten? Sollen wir den töten? Kommt man denn da irgendwie... Oh Gott. Ich hab halt einen Bogen. Ja, ich hol noch mal Luft und dann kann man da drin vielleicht irgendwie Luft holen, weißt du? Ja, kann man auch. Er kommt gestürmt. Okay, okay. Er hat ein einfaches Muster, wenn ich's... Nee, können wir auch nicht angreifen, okay. Ah, ich verstehe. Ja. Ja, warum gehst du denn? Okay, ist scheinbar nicht so berechenbar, wie ich dachte, der Typ. Können wir irgendwie nach oben? Wir können irgendwo reinrammen lassen. Du kannst aber reinkommen. Ja, ich bin da. Du kannst reinkommen und dann... Ich hab wirklich Angst vor ihm. Was ist das denn jetzt? Warum blinkt das so? Aufnehmen. Ach, ein Fass. Okay. Können wir das in den Rein drücken? Wahrscheinlich, wenn er auf einen zustürmt, dann genau. Muss man das... Einfach fallen lassen vielleicht. Na, komm. Komm. Ja, nee. Passiert gar nichts. Oh nein, warum? Ah! Es tut mir leid, Leute. Lacht alles, wie ihr wollt. Aber ich kann mit sowas, ich hasse, Wie zündet man diese Fässer?
schätze halt, indem er da reinrast. Ja, ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Die Frage ist, warum macht er es dann nicht? Weil ich habe ihm ja schon eins ins Gesicht gehalten. Gibt wahrscheinlich irgendeine Position, oh wo er... Oh ja, so bin ich entkommen. Ja, ja, ich versuch's gerade. Ich werde dir gar nicht aufheben. Ich werde ihn jetzt hier reinlocken und hoffen, dass es explodiert. Ich hole meinen Blut. Ah, jetzt ist er hier hinten. Perfekt. Hoffentlich erwischt er mich wieder. Okay, es geht so nicht. Fehlt uns was? Ich schätze nicht. Nein, also, nein, das Aufheben ist ja schon mal ein Indikator dafür, dass wir es wohin tragen müssen. Ja. Gegen die Säulen vielleicht. Hier sind Säulen. Ja. Also in einem alten Spiel wäre das so. Und dann, aber dann würde ja alles zusammenkrachen. Genau, genau. Aber es, ja. Das glaube, das ist zu komplex. Ja, 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 ja. Und er hat mich getroffen, nicht das Teil natürlich. Alter, ist das ein Rotzbengel. Vielleicht muss man, oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Und zwar hier, dass man das in die Eingänge sozusagen droppt. Weil ja, da kommt er ja immer. Ja gut, ich habe ihn gerade halt schon gerammt, ne? Gerammt. Ich habe mich rammen lassen und hab vorher dann das Fass fallen lassen. Ja, ja, aber ich glaube, das ist auch in eine seiner Eingänge. Nö, 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 warum auch? Ja, weil er da immer mit Highspeed durchschwimmt. Naja, aber es stimmt doch auch mit Highspeed durch mich durch. Wenn wir das jetzt in so einen Eingang packen würden, dann wissen wir auch gar nicht, welchen er jetzt nimmt unbedingt. Ja, das ist ja gerade, glaube ich, dann einfach die Herausforderung. Ach so, können wir probieren, klar. Können wir nicht. Guck mal, weil er schwimmt da immer durch. Jetzt geht er wieder. Dieses Droppen, das bringt nichts. Ich muss auch mal eine Heilsalbe nehmen. Ja, toll, wo kommen wir jetzt durch? Jetzt ist 50-50. Ja, ja, aber wir sind jetzt zu zweit. Oh, ich ertrinke. Ja, toll, er kam schon mal woanders durch. Perfekt. Ja, ja, aber wir können ja... Nein, jetzt nicht mich, hör auf! Ich muss einmal weg, ertrinke auch gerade. Ja, aber wir können jetzt zumindest zwei von drei Eingängen... Ja, ja. Nein, Brudi, nein. So, okay. In ihm drin. Ja, ich wäre ready. Ich nehme jetzt ein Fass. Und dann einfach relativ weit oben. Du musst dich halt einmal treffen lassen. Und dann geht er ja erst. Ja, tja, jetzt ist er da, okay. Ich glaube, bis dahin werde ich es nicht schaffen, zu so einem Ding zu gehen. Ah, er kommt hier? Ja, ja. Nee, geht er vorbei. Oh, er ist aber volle Kanne durchgeschwommen. Ich hab's gefilmt. Man hat's gesehen. Na, okay, das ist es also nicht. Naja, also er scheint ja gar nicht damit zu interagieren, mit dem Kram. Bedeutet, wir sollten vielleicht mal nicht an den Hai denken, sondern an andere Sachen. Dass wir das mit dem Pfeil... Wie vielleicht eine Säule. Genau, sowas zum Beispiel. Ja, ich mach das mal. Aua, perfekt, danke. So, ich schieße jetzt volle Lutsche gegen, das wird sein. Ja, geht gegen und passiert nichts. Wenn ich das nehme und raustrage, darf man das... Ja, aber du hast schon recht, diese Dinger stehen hier schon ein bisschen so, als wenn man sie kaputt machen könnte. Bitte verschwinde jetzt einfach. Verschwinde, verschwinde, komm, auflösen. Löse dich auf. Ja, hat sie aufgelöst, perfekt. Okay, die Teile haben nur hier drin was verloren. Und er kriegt auch keinen Schaden. Ja, das sind die Säulen. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber was bringt's? Ja, okay, dann fliegen wir einfach nur zu den Säulen und er soll die Säulen mitrammen oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, er interagiert halt null damit. So, Brudi, jetzt komm mal zu mir. Genau. Ja, da ist die Säule doch kaputt. Als ob das echt nicht geklappt hat bisher. Ja, aber was soll denn dann... Und danach kann man die Explosive... Ja, und dann stand da nämlich gerade benötigt explosives Fass. Ja, wow. Ja, waren wir einfach ein bisschen dumm. Ja, was heißt dumm? Wir hatten ja die Lösung. Aber wir haben scheinbar nicht richtig ausprobiert. Ja, stimmt. Oh. Ich brauche wieder Luft. Und jetzt, ja, und jetzt kommen da, ja, natürlich. Ich fühle mich auch nicht warnt, was soll das? Warum hätte ich dich denn warnen sollen? Ja, wenn du ihn siehst, dann sag doch was. Ich habe ihn doch nicht gesehen. Da klang dein Lachen aber echt ein bisschen anders. Fetti, ach, oh Gott, nein, ey! Mann, der mobbt mich immer weg. Ich gehe jetzt weg von dem, der mag mich nicht. So, komm zu mir. Ja. Hallo, hier bin ich, hier, hallo. Hallo. Ich bin einfach zu blöd. Wow. Ich bin wirklich... Also, es klappt einfach nicht. Es ist verbuggt. Warte, Paletto, mach das. Warte. Mach das, Senpai. Ach da, ja, bei dir. Ah, ja. Sehr schön. Mann, du bist einfach der King. Paletto, du bist einfach eine absolute Maschine. Das ist er.
Oh ja, ja, ich mach's. Ja, du machst. Ja, ich hab's gemacht. Maschine. Du bist doch ne. Du kannst es doch. Ich war ein Spaß. Ja, ja, das klar. Dachte ich mir sowieso. Das war jedem klar. Nein! Nein! Ey! War doch kein Spaß. Packt ein bisschen Salbe drauf, dann wird's wieder besser. Brauche ich nicht. Oh, ist bei dir. Nein. Ja, Tötchen. Ha, ausgewichen. Ah. Jetzt steche ich da rein. Nein, das bringt nichts. Aber warte, jetzt, wenn er mich anguckt, lenk ihn nicht ab. Ich bin an der Säule. Ich lenk ihn nicht ab. Komm, ich lenk ihn nicht ab. Ablecken kannst du. Oh, ey. Ja, sehr gut. Geil. Guck mal, jetzt müssen wir nur noch die explosiven Fässer dahin packen. Zu dir. Und dann sollte er. Ist er dann tot? Ich weiß nicht. Ich möchte darüber nicht nachdenken, weil eigentlich ist er mir ans Herz gewachsen. Was? Ja, klar. Warum ist er dir ans Herz gewachsen? Der hat mich 30 Mal rumgeschubst. Oh, der Arme ist wieder dagegen. Och, der Arme. Und jetzt denkt er sich. Können wir mal eben zurück? Oh, ja, ich würde gerne einmal Schuss sagen zu den Leuten. Oh. Hilfe. Aber ich bin froh, dass wir es wenigstens noch herausgefunden haben. Ja, das war ein Must-Have. Okay, keine Sorge, Leute. Paletto hat es für euch gemacht. Ja, das hat er. Dann bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung. Da ist er verlinkt. Morgen kommt die Folge bei ihm. Und heute ist auch Sonntag. Die neue, saftige Folge vom Kottbruder-Podcast ist da. Auf kottbruder.de. Bis Daniel, euer Schamanuel. Tschüssi. Tschüss, Leute.